dem Tonfilm. Ich finde bei mir zu Hause keine Ruhe. Es klopft, es hämmert, es donnert immer zu. Es bellt wow wow, es schreit miau. Bei mir geht's wie im Irrenhause zu. Das nachts um vier mit einem Male, da höre ich Eisenbahnsignale. Und fragen Sie sich jetzt erstaunt, woher das kommen kann? Dann bitte hören Sie mich an. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Wogenprall. Er macht das Küssehauschen und den Revolverknall. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er ist beim Film die wichtigste Person. Was wäre beim Blitzen ein Donner ohne Ton? Der schärfste Schuss, der schönste Kuss, wäre ohne Knall doch keine Sensation. Und wenn im Mai die Knospen springen, dann müssen Fink und Lerche singen. Wenn eine Bombe explodiert, dann hustet er, wie toll. Und das klingt nachher wundervoll. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche, das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Walzrauschen, er macht den Wogenprall. Er macht das Küssepauschen und den Revolverknall. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche, das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Wogenprall, er macht das Küssetauschen und den Revolverknall. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt.